Hallo liebe Yogis, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Vicky und ich freue mich, dass du wieder auf der Yogamatte gelandet bist. Ich zeige dir heute einen meiner Lieblingsübergänge, so ein bisschen fortgeschritten, den Pike Handstand. Also es ist quasi ein Handstand im L. Das brauchst du auch, um nach vorne zu springen im Sonnengruß, also aus dem Down Dog in die Vorbeuge. Ich zeige dir kurz, wie das aussieht. So, also du siehst hier, das ist so ein L und das ist relativ schwierig zu halten. Und es ist auch relativ schwierig reinzukommen, weil man ein bisschen so das Gespür braucht zwischen Stabilität in der Schulter, im Bauch und Leichtigkeit in Beinen und Hüfte. Ja, so Asanas, Yoga-Positionen sollten ja immer so eine Mischung sein aus Stabilität und Leichtigkeit, Steadiness and Ease. Ja? Und das ist hier so für mich eine perfekte Position, wo sich beides vereint, im sehr weitem Ausmaß. Ja? Wie du da reinkommst, du brauchst wirklich die Stabilität aus der Schulter. Das üben wir in der sogenannten Pike Preparation, nenne ich das, oder High Plank. Das ist, dann schiebst du mal die Schultern über die Hände, das ist circa ein Meter zwischen Händen und Füßen, und drückst dich raus aus der Schulter. Ja, wenn es geht, dann stehst du nur mehr auf den großen Zehen, sodass du wirklich viel Kraft aus Bauch und Armen brauchst. Und dann drückst du dich immer raus. Zieh die Schulterblätter hoch zu den Ohren. Jetzt zieh die Schulterblätter weg von den Ohren, lass dich so nach unten hängen. Und dann drückst du dich nochmal raus. Das machen wir noch zweimal. Lass dich runterhängen. Und dann drück dich raus. Letztes Mal, lass dich runterhängen. Und dann drück dich raus. Okay, Knie zum Boden. Du spürst schon, du brauchst relativ aufgewärmte Handgelenke dafür. Wenn du das noch nicht hast, dann drück kurz auf Pause und mach dieses kleine Handgelenk-Video 5 Minuten. Das verlinken wir hier vielleicht. und wärm die Handgelenke auf. Gut. Dann kommen wir nochmal zurück in dieses High Plank. Drück dich hier nochmal raus. Komm auf die großen Zehenspitzen. Halte 5. Drück dich raus aus der Schulter, 4. Nimm die Schultern nach vorne über die Fingerspitzen, 3. Schau zwischen die Daumen, 2. Po hoch, Bauch fest, 1. Und dann bring die Knie zum Boden. Das ist die Stabilität in der Schulter, die du hier brauchst. 4 Füßler. Jetzt kommt die Leichtigkeit dazu. Und zwar kipp mal das Becken Richtung Hohlkreuz. Du brauchst hier ganz viel Beckenkontrolle. Also das ist relativ simpel, wir brauchen hier nur 2 Richtungen in der Hüfte. Das ist das eine Mal dieses Hohlkreuz, probier das, Cat-Cow. Bauch fällt nach unten, Brustkorb zieht nach vorne. Cat-Cow ist so diese klassische Aufwärmübung. Du machst einen runden Rücken, das ist die Katze. Das andere war die Kuh, die Cow. Mach den runden Rücken, roll das Becken ein. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Probier möglichst weit zu gehen in jede Richtung. Also versuch hier wirklich so ein Hohlkreuz zu spüren, Bauch fällt, Brustkorb zieht nach vorne, Schultern weg von den Ohren und dann machst du den Rücken wieder rund, rollst das Becken ein, spür diese Hüftbewegung. Mach das noch einmal, vielleicht mit der Einatmung in die sogenannte Kuh, in die Cow, da bist du jetzt, Cow-Pose. Und mit der Ausatmung runden Rücken, Katze, Cat, Bauch fest. Ja, also dieses Hüftbewegen, das brauchst du, um deine Hüfte hochzukriegen in diesem Pike Handstand. Ja? Wenn du nämlich rund bleibst in der Hüfte, wenn du das machst, dann kommst du nicht in diese Position. Du brauchst ein bisschen dieses Hohlkreuz, ja? Um in diese Position zu kommen. Das versuchen wir jetzt gleich mal im Stehen. Nimm die Füße hüftbreit, beug die Beine ein bisschen und dann kipp das Becken in ein Hohlkreuz, Hohlkreuz, Hohlkreuz. Und dann spürst du, wie der Rücken nach vorne gehen kann. Und dann landest du vielleicht in diesen 90 Grad. Das ist jetzt eine Vorbeuge. Ja? Du hast hier 90 Grad Vorbeuge in der Hüfte und spürst, wie die Beinrückseiten gelenkt werden. Und dann streckst du mal die Arme nach vorne. Schieb weg, als würdest du eine Wand wegschieben. Bauch fest. Dann spürst du auch, wie viel Kraft aus der Schulter du hier brauchst. Ja? Vielleicht sind die Arme nicht da oben, sondern eher da unten. Das ist okay, das wird mit der Zeit besser. Viel Down Dog, Puppy Pose, Hüfte öffnen. Blödsinn, Schulter öffnen. Streck die Arme nach vorne, atme 3. Aktiviere die Bauchmuskeln, 2. Streck dich weit nach vorne, 1. Und langsam lösen. Letzte Vorübung. Down Dog. Versuche jetzt hier mal die Fersen zu heben, die Beine ein bisschen zu beugen. Und dann machen wir Cat-Cow in Down Dog.
das versteht nur ein Yoga-Nerd quasi, dass du bist im herabschauenden Hund und machst das Gleiche mit der Hüfte, was wir gerade vorhin gemacht haben. Du versuchst mit der Hüfte Richtung Hohlkreuz zu kippen, dann spürst du, wie der Bauch und der Brustkorb sinken. Und dann machst du ein bisschen ein Hohlkreuz, machst den Rücken rund, Bauch fest. Das ist hier ein bisschen kleiner als vorher im Vierfüßler. Nochmal Richtung Hohlkreuz, Bauch sinkt, Brustkorb sinkt. Und Richtung Rundrücken, Bauch fest. Mach das noch zweimal, Hohlkreuz und Rundrücken. Du spürst, wie es die Schultern mitnimmt. Einmal noch, geh ein bisschen mit der Schulter. Schulter jetzt runter, Hohlkreuz. Becken einrollen, Schultern vor Richtung Plank. Letztes Mal, Hohlkreuz, schieb die Hüften zurück, Bauch fest. Und Becken einrollen, Schultern gehen ein bisschen vor Richtung Plank. Ja? Wenn du jetzt hochziehst, wenn wir es gleich probieren, Richtung Handstand, versuchst du ein bisschen ein Hohlkreuz zu machen. Das heißt, du ziehst die Oberschenkel in die Hüfte rein. Probier mal. Kleiner Down Dog, kurzer Down Dog. Abstand zwischen Händen und Füßen ein bisschen kürzer als sonst. Schließ die Füße. Nicht zu kurz. Das ist zu klein, da kommst du nie hoch. Also einen guten Meter. Füße schließen. High Plank. Schultern über die Hände. Drück dich raus. Komm auf die großen Zehenspitzen. Spür die Stabilität aus der Schulter. Behalte diese Stabilität. Und jetzt beugst du die Beine. Lass die Beine geschlossen. Und denkst Hohlkreuz hoch. Und landest wieder. Noch zweimal schieb die Schultern über die Hände, drück dich raus, komm auf die Zehenspitzen und dann beug die Beine und hüpf lautlos hoch und wieder landen. Lass die Arme gestreckt, lass die Beine geschlossen hoch und wieder runter. Wenn du dir unsicher fühlst, dann geh zu einer Wand, schau, dass du so circa 30 cm von der Wand weg bist, nicht zu weit. Ja? Also wenn hier die Wand wäre, wo die Matte anfängt, dann gehst du circa hierher, circa maximal 30 cm. Letztes Mal, stell dir vor, dass du die Oberschenkel in die Beine, in die Hüfte reinziehst, ja, und dass du ein Hohlkreuz machst, die Hüften hochziehst. Schultern über die Hände, drück dich raus, finde Stabilität, drück dich raus. Beug die Beine und jetzt zieh die Oberschenkel in die Hüfte rein. Schupp, Hüften hoch. Und langsam runter. Und das Mikrofon ist kein Handstandmikrofon. Gut, wichtig. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja? Also du wirst es jetzt nicht von heute auf morgen lernen. Das braucht ein bisschen Übung. Wenn du immer diese Cat-Cow-Bewegung in der Hüfte übst, ja, und dich vielleicht auch in der normalen Yoga-Praxis drauf konzentrierst, dann geht es gleich schneller. Dann übst du das ein paar Mal, zwei, dreimal die Woche, ganz easy, lieber nur zwei, dreimal hüpfen und nicht zu oft hintereinander. Du spürst, es geht ganz schön auf die Schultern und auf die Handgelenke. Viel Freude beim Üben. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben da lässt. Danke fürs Mitmachen, bis zum nächsten Mal. Namaste!